G-Day auf Mallorca. G-Day auf Mallorca. G-Day auf Mallorca. Yo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich noch im Urlaub bin, hau ich für euch noch einen richtig geilen Cheat-Day raus. Wir waren vorgestern einkaufen und ich habe schon richtig, richtig geile und perverse Sachen gesehen, die ich auf jeden Fall probieren möchte. Aber meine erste Mahlzeit wird jetzt gleich vom All-Inclusive-Buffet bestehen. Da gibt es auch richtig cheatiges, dirtyes Essen. Das werde ich euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Many miles away from home, steps are difficult. I'm exhausted, but I did not fall. Something good is coming up. Free like a bird, but also bound. And my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sound. I'm happy with what I have found. Just breathe, just breathe, just breathe. Frühstück ist verspeist. Es gab richtig geile Pancakes. Bisschen Eier, Speck, Würstchen, Hackbällchen und so weiter. Wir machen uns jetzt fertig fürs Meer. Gehen vorher noch ein bisschen was einkaufen. Und dann sehen wir uns gleich. Wir sind gerade im Supermarkt. Und hier gibt es Toastbrot ohne Rand. Für die ganz Faulen oder die keinen Rand mögen. So, wir haben jetzt eingekauft. Also wir haben bisher solche Dinger rein, solche Dinger und solche Conchitos. So, wir sind jetzt hier gerade am Meer und haben gerade das Thumbnail für das Video abgedreht. Ist das nicht hier eine geile Aussicht? Hier die Schiffe am Start. Ich freue mich schon richtig gleich mit der Actioncam dann ins Wasser zu gehen. Ich zoome hier mal ran. Servus! Heftig, was hier los ist, ey. Krass. Die sind bestimmt schon geschmolzen. Die haben wir gerade gegessen, die waren gut. Die waren echt gut, die Reiswaffeln. Diese Gummibärchen hier aufgemacht. Schmecken richtig geil wie so Balla Balla oder so. I am walking under the light. And it feels right. It feels so right. We just made it through the night. I feel so alive. Hope you will stay by my side. And we'll make it alright. We'll be ready to fight. All it takes is one bite of love. One bite of love. Won't you give me some time? I'll stay with you all the time. So Leute, wir sind jetzt wieder am Hotel. Ich habe mich gerade mal geduscht. Ich habe schon richtig schönen Sonnenbrand überall bekommen. Esse ich gerade hier noch ein paar solche Gummibärchen. Sind echt lecker. Und guck mal, wir haben uns gestern für 5 Euro eine Shisha gekauft. Für 5 Euro. Mit Kohle, Tabak, Shisha und Feuerzeug haben wir insgesamt nur 15 Euro gezahlt. Es ist zwar nur so eine kleine, aber die funktioniert echt, echt gut eigentlich. Ich habe mir hier gerade mal eine fertig gemacht. Und jetzt passt mal auf. Da ist Kohlensäure noch drin im Wasser. Aber für eine 5-Euro-Shisha geht's echt gut. Was geht ab, Leute? Ich möchte gerade kurz die Situation nutzen, um mit euch zu interagieren.
agieren, um mit euch eine Interaktion zu starten. Ich wollte einfach mal fragen, ob ihr dieses Jahr schon im Urlaub wart oder ob ihr vielleicht sogar noch in Urlaub fliegt oder fahrt. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet, wohin die Reise geht oder wo ihr schon wart. Yo, ich bin ja jetzt gerade in Mallorca, Cala Ratllada, echt ein richtig geiler Ort. Ich bin richtig zufrieden, das macht mir hier richtig viel Spaß. Ich bin nur ein bisschen verbrannt, aber das ist, glaube ich, normal. Ich bin auch richtig schön braun geworden. Zieht euch das mal ein, ich habe mich gerade auch ein bisschen eingecremt. Jo, jetzt geht's dann gleich, wir rauchen gerade noch die Shisha fertig und jetzt geht's dann gleich mal irgendwas essen. Ich habe richtig Kohldampf. Wir haben ziemlich Pech, es gibt nichts mehr zum Essen hier, nur noch Eis. Also wir müssen jetzt noch eine Stunde warten, bis es das nächste Essen gibt. Deswegen esse ich jetzt einfach noch zwei solche kleinen Eises. Jetzt geht's los. So, uns hat es jetzt in die Eisdiele verschlagen. Ich esse noch eine Kugel Mango. 1,50 die Kugel. Den Schlag. So, Smiling Feet kann man mal machen, muss man aber nicht. Ist kein Alkohol drin. Ist kein Alkohol drin. Keine Sorge, Freunde. Das ist natürlich für den Arsch fokussiert. War ja klar. So, Freunde, wir sind jetzt wieder daheim. Im Hotel. War recht chillig in der Stadt. War übelst witzig mit den kleinen Fischen am Fuß. Und die Shisha war auch ganz angenehm, war Wassermelone-Minze-Geschmack. Shisha ist zwar jetzt nicht so gesund, aber ab und zu kann man sich schon mal eine kleine Shisha gönnen. Ich trinke ja keinen Alkohol und lebe eigentlich sonst ziemlich gesund. So, an dieser Stelle möchte ich das Video jetzt beenden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schönen Applaus.